So, direkt mal alles legen. Und die setzen. Und dann greife ich mal direkt an. Mit weiße Magierin Pikeru. Die olle Kuh. Hahaha. Okay. Gut, dann hoffe ich, dass gleich meine Strategie aufgeht. Ist eigentlich scheißegal, der kann jetzt angreifen oder sonst was. Und wow, das ist natürlich sehr stark. Ich glaube, ich aktiviere das jetzt mal. Tollkühne Gier. Die ist eigentlich ganz cool, die Karte. Die hilft ja nur. Nach Effa. So, warte, ich spiele jetzt einfach richtig verschwenderisch. Benutze einfach Spiegelkraft für eine super schwache Karte. So, jetzt kann Bastion. Ah, er hat keinen Kurzschluss auf der Hand, das ist scheiße. Hoffentlich zieht er Kurzschluss. Ja. Warte mal, darf der jetzt keine Karten ziehen? So, jetzt aktiviert er hoffentlich. Nit! Inferno ist 8 Beschwörung, okay. Schlau. Also manchmal verstehe ich den nicht. Eigentlich hätte er jetzt Entfernung aus 8 eine Beschwörung aktivieren können und dann hätten wir den direkt angreifen können und gewonnen und dann wären wir die Meister. Aber egal. Oder ich vertausche wieder irgendwas, mit Headgun funktioniert. Ach egal. Jetzt ist eh zu spät. Jetzt ist eh zu spät. Okay, nochmal 100 Millionen Lebenspunkte dazu bekommen. Nö. Egal, YOLO. Da ruhe ich halt meinen Batterie mal noch. Ich hätte zwar 3 auf dem Feld haben können, aber jetzt ist kein Platz mehr. Egal. So. Da. Ey, dieser Deck auch ziemlich monoton, weil man die ganze Zeit dasselbe macht. Aber es geht. Also ich finde das Deck immer noch cool. Haben wir gewonnen? Ja, ne? Sei es kommt Spiegelkraft. Yay. Okay, ich glaube, ja, der benutzt... Feinkarte für ein stärkeres Monster, wie zum Beispiel das hier. Yep. Nö. Da haben wir doch nicht gewonnen. Mal, wenn ich jetzt den Batteriemann oder wenn Bastion jetzt nicht so dumm gewesen wäre, hätten wir schon gewonnen. Aber egal. Hier lohnt sich gar nicht, wenn ich mit denen angreife. Ich brauche viel zu viel Zeit. Vorspulen. Ihr habt übrigens anscheinend, also die meisten zumindest, manche haben auch gesagt, das ist eigentlich ganz okay gewesen. Oder war mal ein bisschen abwechslungsreich. Ich habe ja einen Part hochgeladen, der nur daraus bestand, Volleyball zu spielen. Oder Dodgeball. Und viele fanden das super scheiße, weil da halt kein einziges Duell war und das nichts mit Yu-Gi-Oh! Zu tun hatte. Aber viele fanden das auch mal cool, das so halt als Abwechslung zu erleben. Und ich konnte ja halt nichts wirklich dafür, dass der ganze Part dann nur daraus bestand, weil das wird halt, wie gesagt, automatisch gesplittet. Und bei dem neuen Yu-Gi-Oh! Projekt wird das dann nicht mehr so sein, da werde ich das Ganze schneiden. Kann ich aufhören? Und da werdet ihr dann auch... Oh nein. Ja. Nicht mehr so, oder solche Probleme halt haben, genau. Wow, wie schlimm, wir haben trotzdem gewonnen. Warum spielen die keine Heiligen und Geheuer? Ich finde es schade, dass ich jetzt die Götterkarten aus dem Deck rausnehmen musste, aber die passen halt gar nicht hier rein. Das ist ein bisschen kacke. Aber weil die keine Animation haben, ist das sowieso eigentlich unnötig, die zu spielen. Ich meine, die sind zwar ganz gut, aber viel zu schwer zu beschwören und haben viel zu großes Risiko. Ja, ja, so ist das mit den ägyptischen Goethe-Karten. Karten, genau. Ich muss mich strecken, weil es ist so warm. Ich bin so müde. Ah, verzeih mir, ich war ziemlich überstimuliert. Okay. Tschüss. Irgendwann vergewaltigt mich der Typ da, ich seh's schon kommen. Irgendwann. Ich sollte mal schlafen gehen. Ach, keine Ahnung. Ich habe die Musik viel zu früh gesungen. Gehen wir jetzt hin. Nachts ans Meer ist doch bestimmt schön. La, 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 la. Ja, und ich finde echt, dass jetzt Zeit ist, das Projekt mal zu pausieren oder
Neues anzufangen, weil ich kenne ja so langsam hier alles auswendig und ich habe echt schon gegen jeden gekämpft eigentlich. Heute ist irgendwie der Tag der Tech-Duel. Ich habe die ganze Zeit Bock, Tech-Duel zu machen. Weißt du, warum? Warum ist eigentlich der fette Typ mit dieser komischen ultra-oberflächlichen Zicke da am Meer? Ja, am Meer halt. Irgendwie keinen Sinn. Das wäre echt nie passiert. Ich frage mich echt immer noch, wie man so eine Nase haben kann. Ah, ich bin die Jasmine LP. Ich stelle mir gerade die ganze Zeit vor, wie ich in irgendein Schwimmbad rein jump oder so und das so richtig erfrischend ist. Aber nee. Ich habe schon mal, glaube ich, erwähnt, dass ich ultra ungern ja, in Schwimmbäder gehe, weil da halt meistens viele Leute sind. Und das ist kacke. Das hat sich jetzt irgendwie nicht so ganz gelohnt, aber okay. Oh, Bestien hat schwerer Sturm. Schade, ich nicht. Was spielen wir denn heute mal? Ich verteidige mich erstmal und setze noch die da. Weil ich ja extra fürsorglich bin und Bestien die benutzen kann. Nicht so wie Bestien, der keinen schwerer Sturm gelegt hat für mich. Hätte ich zwar nicht gemacht, aber egal. Jetzt ist der Kackvieh wieder da. Ah, kann eh keinen Schaden machen. Okay, jetzt doch. Oder? Nö. Tja, Fail. Meine Batterie ist zu hart und zu dick. Okay. In der letzten Aufnahme habe ich darüber geredet, wie man seine Schlange am besten kontrollieren kann. Jetzt rede ich darüber, wie dick meine Batterie ist. Das ist ein sehr zweideutiges Projekt. Egal. Ah, nee, warum hast du denn Wiedergeburt benutzt, um so eine Karte wiederzuholen? Bist du dumm? Wie wenig Leute hier ein Extra-Deck haben, das finde ich voll verwunderlich. Besonders niemand benutzt Synchro-Monster. Niemand. Ich habe zumindest noch keinen getroffen. Das ist doch auch kacke. Es wird aber auch nochmal, glaube ich, ein ganz anderes Erlebnis, dieses neue Yu-Gi-Oh! 3DS-Spiel zu spielen. Weil da halt, ja, total viele Synchro-Monster, total viele Xyz-Monster gibt, die es natürlich hier überall nicht gibt. Und das wird nochmal ein ganz anderes Erlebnis für Zuschauer, so wie für Liz Miele. Gut, dann fange ich mal an, indem ich die spiele. Und die hier opfere. Tschüss. Und dann spiele ich. Ne, die hebe ich mir lieber auf. Und wenn ich jetzt. Nee, komm. Mache ich jetzt so, ich setze die. Dann habe ich eine Verteidigung, die ich gleich opfern kann. Und ich zerstöre mal die da, weil die könnte gefährlich werden. Dann bekommt ihr vieles Windmonster 500 Angriffspunkte dazu. Und wenn er jetzt noch ein Windmonster spielt, dann hätte ich 2000, könnte schon Healing zerstören. Aufrichtig ist so eine coole Karte. Ja, funktioniert nicht. Fail, 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 fail. Hoffentlich aktiviert Bestien jetzt den Effekt von aufrichtig und holt die sich selbst zurück auf die Hand. Das wäre so asozial. Alter, du Arschloch. Klaute einfach meine Karte. Aber jetzt kann ich die Batterie mal in Mikrozelle opfern. Ist eigentlich sogar noch besser. Danach wäre Verschwendung gewesen. Ja. Ich nehme es zurück, du bist ganz schlau. Es leckt schon wieder. Oh ja, und bei dem neuen Spiel wird es dann auch nicht mehr lecken. Hoffentlich. So, dann flippen wir den. Oder die, ach, keine Ahnung. Die Mikrozelle, die Batterie. Der Batteriemann. Ich habe keine Ahnung. Und spiel den. In der Kreisposition. Dann spiele ich den hier. Ich weiß, ich kommentiere gerade extrem cool. Opfer die und kann noch eine Batteriemann AA rufen. AA. Der Witz wird so langsam immer lustig, aber okay. Da. Nummer 2. Nummer 3 habe ich auf der Hand. Krass, wie schnell man die aufs Feld bekommt. Und jetzt würde ich sagen, Vulkane Angriff. Die hier sind sogar noch die schwächsten. Krass. Dann du.
bisschen Schaden. Oh, jetzt du. Und dann du. Ich finde diese Karte hier, Batteriemann-Ladegerät, erinnert mich ultra an dieses, wie heißt das nochmal? Dieses Spiel, wo man so eine Kugel wird und dann alles kaputt rollt. Oder Sachen aufsammelt damit. Wie heißt das nochmal? Och, wie heißt das? Da nehme ich nämlich an den Hauptcharakter davon, diesen Prince-Typ, wie der wieder heißt. Keine Ahnung, wie der heißt. Ich weiß nicht. Ach, wie heißt das? Totomari? Totamari? Ach, irgendwie sowas. Man muss auf jeden Fall. Man rollt und sammelt dadurch Sachen auf und wird dann zu so einem immer größeren Ball. Keine Ahnung. Und daran erinnere ich, also an den Hauptcharakter davon erinnere ich ultra dieses Batteriemann-Ladegerät. Bin gewonnen. Cool. Also, das geht hier echt mit ab. Aber das innerhalb von 3 Runden gewinnt, schaffe ich einfach nicht. Egal, was ich mache. Ich schaff's nicht. Oh, ich glaube, ich kaufe jetzt nochmal Karten, oder? Soll ich nochmal Karten kaufen? Ich weiß es nicht. Na doch. Aber geht jetzt erstmal gar nicht. Erstmal schlafen. Oh man, verloren. Boah, ich muss jetzt schon gar nicht mehr viel machen. Offscreen, um das Herz voll zu bekommen, weil es schon fast voll ist, weil die Tech-Duelle halt so viele Herzen dazugeben. Ich muss höchstens noch 1, 2 Tech-Duelle machen. Ich glaube, 1 reicht sogar schon. Gut, dann Tag beenden. Yep. Ja, ich bin auch müde. Lass uns von jetzt an nicht zu lange draußen sein. Logisches Denken ist nicht möglich, wenn man müde ist. Bis morgen. Ja, ja, der Bestchen und seine Weisheiten. Hallo, bist du wach, Dominik? Bin du bereit, bis wir uns gehen? Yay! Oh, ich bin jemand gerannt. Warum stehen eigentlich 3 Tassen auf meinem Tisch, obwohl immer nur ich allein hier bin? Höchstens mal ein Bestchen. Hab ich einfach noch einen geheimen, imaginären dritten Freund? Na gut, eigentlich habe ich schon mit 800 Leuten hier ein Team gemacht, deswegen bin ich wahrscheinlich mit allen von denen ein bisschen befreundet. Laden. Dann was kaufe ich mir denn jetzt noch? Vielleicht sind ja neue Packs da. Ich bezweifle das, aber okay. Übrigens, was richtig unlogisch ist, ist passiert. Und zwar habe ich warum auch immer einfach das Pack von Alexis freigeschaltet. Ich verstehe nicht genau warum. Vielleicht, weil ich gegen sie 5-mal gewonnen habe oder so. Auf jeden Fall habe ich das Pack von der freigeschaltet. Da. Und ich kann das auch jederzeit kaufen. Ich habe schon ein paar Karten davon gekauft. Da ist ein paar. Ich habe wirklich 2 Displays gekauft. Deswegen habe ich schon 72% davon. Aber da war jetzt nichts so Spektakuläres drin. Und ja, hier habe ich wie gesagt so viel von. Ich glaube, ich kaufe mir jetzt mal davon ein Display. Und dann noch von Alexis ein Display. Und dann habe ich erstmal genug Karten. Weil ich will ja wie gesagt von allen 100% haben. So. Und immer noch 39.000. Ich kriege zu viel. Ah, oh, da wird jetzt ein schönes Ende für ein Part. Einfach noch ein paar Karten kaufen. Und die angucken. Bestimmt, wenn ich jetzt irgendwie den Knopf da gedrückt halten könnte, der jetzt aber saufen könnte, aber das geht, glaube ich, nicht ganz gut. Egal. Ach stimmt, diese komische Tyranno-Karte oder keine Ahnung, die könnte ich auch noch mal in mein Deck reintun. Die ich ja gerade bekommen habe. Ah, oh, Yu-Gi-Oh! Ist ein entspanntes Let's Play. Geil, nochmal glänzende Elf. Jetzt fehlt mir nur noch einmal, dann habe ich den schon 3-mal. Ich brauche den zwar jetzt nicht mehr wirklich, weil ich habe eh jetzt kein Deck mehr, was drankommt, aber egal. Immerhin habe ich dann schon mal viele Karten. Oh, da war. Geil. Jetzt habe ich echt 3-mal. Das ist perfekt. Hat sich schon mal gelohnt. Überleg mal, wie lange ich den vorher nicht bekommen habe. Jetzt einfach 2-mal auf einmal. 2-mal auf einmal. Ich wüsste auch jetzt gerade ehrlich gesagt nicht genau, welche Karte mir noch da fehlt. Ich muss mal kurz im Ohr jucken. Im Ohr. Die kriege ich auch jedes Mal. Weil es ist ja wahrscheinlich noch eine Karte, die mir aus dem Lichtpack fehlt. Aber welche? Keine Ahnung. Saborg habe ich. Der könnte mir gefehlt haben. Ach, das werde ich ja gleich sehen. Da ist nochmal Saborg gewesen. Warum kann ich jetzt super schnell vorspulen? Ich weiß es nicht. Übrigens den Donnerkönig Raio, den habe ich glaube ich rausgetan. Weil der hat eigentlich nur das Deck behindert. Seepferd Kaiser. Glaub, ich habe alle Karten. Ah, okay, das war's jetzt. Kommt ihr Pack. Fehlen mir auch noch ein paar Prozent. Hatte 72, oder? Ja, ich glaube schon. Sehe ich mal gleich, wie viel ich gleich habe. Ich weiß mir echt so nicht, welche Karte das ist, die da vorne drauf ist. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Ich kenne die gar nicht. Deswegen wäre es schön, wenn ich die mal bekommen würde. Alexis hat auch ganz coole Karten. So Harpien und dieses Cyber
Damen, sage ich mal. Aber ohne Ritualmonster nicht zu vergessen. Aber ich weiß echt nicht, welche Karte das ist, die hier vorne drauf ist. Die sieht cool aus. Ich will die jetzt haben. Das ist ein Ritualmonster ein bisschen. Oder ein Fusionsmonster. Los, gib mir die, ich will die jetzt haben. Blizzard-Drache ist auch ganz cool. Die scheint ganz schön selten zu sein, die Karte hier vorne draus. Ja, ist klar, die ist Gold, ne, aber... Hab ich eigentlich schon irgendeine Goldkarte aus ihrem Pack bekommen? Glaube ich sogar gar nicht. Warum war dieser Kackskorpion da drin? Was hat die denn mit so einem Kackskorpion zu tun? Oh yeah, wisst ihr noch, wie lange ich bei Tech Force 2 gebraucht habe, um die Karte zu bekommen? Richtig lang. Und die war ja auch selten, ne? Ich will trotzdem die Karte haben, die da vorne draußen. Ich weiß, was das ist. Eismeisterin war es nicht. Aber die habe ich jetzt auch schon mal. Boah, habe ich viele Packs gekauft. Na gut, 40 Stück, ne? Ich will jetzt aber mal vorbei sein. Aber ich will noch die Karte haben, die vorne draußen ist, bitte. Bitte, bitte. Oh. Egal, ich gucke jetzt mal, ob ich eine neue bekommen habe. Weil ich habe gemeint, dieser normale Hund wäre neu gewesen. Goldener Homunculus. Ne, war nicht neu. Mist, dann habe ich, glaube ich, die fehlende Karte nicht bekommen. Ne. Schade. Was ist denn das dann für eine Karte, die mir noch fehlt? Wie viel Prozent habe ich jetzt bei ihr? Okay, da habe ich gut dazu bekommen. Okay, die hier ist auch wieder frei. Sadie Spezialpack, das ist, glaube ich, nur da, wenn Sadie gerade am Verkaufen ist. Oh, ich glaube schon. Okay, dann würde ich sagen, wartet bei der Aufnahme. Würde mich freuen, wenn ihr bewerten würdet und ja, sonst fällt mir eigentlich gerade nichts ein, außer dass es warm ist. Ja. Okay, gut, dann wartet. Ich sehe euch beim nächsten Part hoffentlich. Bis dann, tschüss.